Hallo und herzlich willkommen zu einer Warnmeldung. Achtung, Achtung, es gibt eine neue Version. Und sprechen wir mal kurz an, falls du auch zu den Leuten gehörst, die solche Warnmeldungen gerne mal wegklicken. Hier vielleicht nicht einfach wegklicken, sondern erst in die vorherige Version zurückwechseln, falls das Update schon geschehen ist, das Inventar leeren und dann erst auf 1.10 upgraden. So, das mal vorweg und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den versunkenen Lande. Wir starten wieder in unser Spiel. Beitreten, nein. Spiel erstellen, auch eigentlich nicht. Aber ja gut, ihr wisst ja, was ich meine. Wir gehen rein und gucken uns mal das neue Update ein. Ich weiß nicht, was alles neu ist, weil ich gehöre auch zu denjenigen, die solche Update-Warnmitteilungen gern mal überklicken und einfach so reinjoinen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passiert ist. Oh. Ach, herrje. Ja, wieso starten wir denn als komplett neuer Charakter? Wieso starten wir denn als komplett neuer Charakter? Und ist vielleicht hier unten neuer Loot? Nee, das... Doch, sieht so aus, ne? Ist neuer Loot da? Tatsache! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja richtig geil. Das bedeutet, alles ist wieder neu da. Wir entdecken die Insel auch neu. Ah, okay. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir gehen erstmal wieder an Land. Mal gucken, ob unser Kram noch da ist, ne? Wir gucken erstmal, ob unser Kram noch da ist. Ja, sieht doch gut aus. Ist doch alles noch da, siehste. Also, alles halb so wild. Oh, eine Sache ist sehr schade. Man kann die Ente nicht wieder aufnehmen. Und dieses Ding hier auch nicht. Das heißt, man kann sie nur ein einziges Mal platzieren. Hätte ich das gewusst, Entchen, dann hätte ich mir doch... Naja, eigentlich so schlecht ist der Punkt doch hier gar nicht. Du guckst doch hier schön aufs Meer, ne? Gut, auf dem Holzfundament. Ja, schade. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn das Holzfundament kaputt geht. Ob es dann eben... das Entchen wieder aufzusammeln ist oder nicht. So, gucken wir mal, was haben wir hier dabei? Wo ist denn unsere Kleidung? Kleidung ist... Ach, ist ja alles weg. Ach, ist ja jetzt alles... Ach, es ist ja alles weg. Nein! Ha! Aber gut, der Bolle war natürlich schlau und hat eine Kiste gebaut. Das habe ich kurz vor der Aufnahme gemacht. Schaut mal hier. Habe ich versteckt, ne? Schlau hier drunter, ne? Das da ist eine Holztruhe, die kann man da drunter setzen. Fand ich ganz cool, habe ich einfach mal gemacht. Und hier ist unser Inventar drin. Das heißt, wir können unsere sexy Stiefel wieder anziehen. Hallo? Wie kann ich denn das verwenden? Nee, kann ich nicht. Ich muss es manuell dahin ziehen. Die Hände, geht das auch? Wäre witzig, ne? Geht natürlich nicht. Fingerlose Handschuhe, schwarz. Die hatten wir noch nicht an, oder? Oder hatten wir die schon an? Ich weiß es nicht mehr. Das. Die Waffe, die ist leer, die können wir eigentlich, können wir sie da drin lassen. Den Speer brauchen wir, cool, wir haben jetzt zwei unendliche Äxte. Können wir eigentlich eine eigentlich auch da drin lassen, Eimer. Und den ganzen anderen Kram, den können wir auch hier ins Inventar packen. Dann ist das jetzt hier mal unsere, keine Ahnung, wir sind gestorben, Notfall, zweite Handkiste, irgendwie sowas. Hier vorne habe ich die Erdbeeren geerntet eben noch und habe hier einen Busch angepflanzt. Mein Plan ist auf jeden Fall hier so ein Erdbeerfundament zu machen und daneben irgendwie so ein Buschfundament. Wir bauen, wie gesagt, jetzt erstmal nicht auf Schönheit. Vielleicht ganz minimal da vorne unsere Metallbase. Aber wir bauen hier auf Funktionalität. Denn wir müssen hier echt zusehen, dass wir ein bisschen zu Pötte kommen. Und ich mache jetzt doch nochmal ein bisschen lauter die Musik und die Master-Lautstärke, weil ich finde, man hat sonst wirklich irgendwie gar nichts gehört. Ich hoffe, der Post-Production Bolle, der guckt sich das auch nochmal an und kann das vielleicht nochmal nachregulieren. Ansonsten Beschwerden bitte an ihn. So, wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir auch mal ein bisschen vorankommen. Auf dem Plan steht natürlich ein neues Flößchen zu bauen und ich möchte dann wie folgt vorgehen. Ich möchte das hölzerne Boot. Ah, das ist jetzt so eine Pinnnadel und das war doch so ein Favoritenstern, ne? Ah, ist auch schlau. Ich möchte das hölzerne Boot bauen und dafür gehen wir jetzt erstmal wieder looten. Weil wenn jetzt hier wieder alles voller Loot ist, dann sollten wir da auf jeden Fall Anspruch drauf erheben. Okay, hier ist doch schon weg. Da ist noch ein Auto. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Loot jetzt regeneriert ist. Ich meine, auf der Insel waren jetzt auch keine neuen Bäume, ne? Wir testen es einfach mal. Vielleicht sollten wir dann auch mal den Unterwasser-Booster ausprobieren. Haben wir den eigentlich noch im Inventar? Irgendwo hatten wir doch sowas. Oder konnte man den kaufen bei der Händlerin? Ich glaube, so war das, ne? Oh, oh. Ich glaube, man konnte den kaufen. Aber ich gucke gleich nochmal hier vorne, ob wir den vielleicht haben.
Ob wir den selber basteln können aus irgendwelchen Sachen, die wir vielleicht sogar schon haben. Ich glaube nicht. Wir haben ja bis auf Erdbeeren und Busch haben wir ja noch nichts. Wenn dann hier, ne? Ach doch, ach, hier so ein Ding war das. Pass auf, wir packen mal. Wie kann ich denn einen? Kann ich nicht. Okay, dann lassen wir den mal im Inventar. Das Essen packen wir mal rüber. Das packen wir mal rüber. Das und das. Die Dose gehört hier auch hin. Und den Rest tun wir hier hin. Zack, 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 zack. Ja, auch wenn das da eigentlich nicht hingehört, ist egal. Den zweiten Eimer auch. Dann essen wir mal gleich so ein Ding. Wo waren wir denn? Wir müssen gucken, dass wir hier vernünftig alles abgrasen. Hier fangen wir mal bei dem Auto da vorne an. Ich würde allerdings warten, bis ich maximal draußen bin. Ich weiß nicht, wie lange dieser Lungenfunktionsbooster anhält. Aber es wird sicherlich angezeigt. So. No translation found for buff. Okay, keine Übersetzung gefunden. Aber ist es jetzt wirklich schneller? Kommt mir jetzt irgendwie gar nicht so vor, oder? Ist natürlich schade, dass es noch keine Übersetzung gibt, aber hey Leute, wir sind hier in der Early Alpha, nicht vergessen. Das wollte ich sowieso noch sagen. Empfohlen von den Entwicklern wurde, einen neuen Spielstand zu starten. Das wird wahrscheinlich zwangsläufig. Könnte das gut sein, dass es irgendwann mal notwendig ist. Das ist nun mal bei der Early Alpha so. Da müssten wir neu starten. Darauf muss man sich halt immer einstellen. Oh, eine Leuchtrakete, cool. Das ist sehr gut, falls wir mal in einer Notsituation sein sollten, nachts. Doch jetzt merkt man auf jeden Fall, dass es einen Buff gibt, was die Lungenfunktion angeht, oder? Wenn so lange konnten wir sonst nicht unter Wasser bleiben. Genau, also das wäre jetzt ja auch nicht so schlimm, weil deswegen spielt man auch eine Early Alpha, um einfach den Entwicklungsprozess dem beizuwohnen. Und das machen wir ja hiermit. So, jetzt können wir wieder raus. Schön Holz. Holz ist auch wichtig, da ja unsere Insel ja abgeholzt ist. Schade finde ich ein bisschen, dass es keinen Timer gibt, keinen Cooldown für den Lungenfunktionswaff, also wie lange das noch anhält. Aber gut, wir werden es ja schon erfahren. Ich packe jetzt erstmal alles hier rein, solange bis die Truhe voll ist, und dann können wir ja vielleicht auch mal einen Schrank bauen. Wir haben ja diesen Bauplan gefunden. Hier waren wir. Waren wir auch unten? Ja. Dann gehen wir mal ins nächste Haus. Schauen wir mal, was hier so drin ist, ne? Mhm. Weniger als wenig. Gar nichts. Doch, hier ist noch ein Schrank. Den können wir noch abholzen. Eigentlich auch cool. Ist irgendwie so das erste Survival-Spiel, welches ich zumindest kenne, in dem man Holz unter Wasser bekommt. Also nicht ausschließlich, aber zu einem nicht unerheblichen Teil, ne? Sehr interessant eigentlich. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Stoff. Wir brauchen auch mehr Stoff, als da steht, weil wir wollen ja auch Seile bauen. Und aus Seilen, für Seile brauchen wir auch Stoff. Falls ich ein bisschen unkonzentriert bin und ein bisschen Kauderwelsch erzähle, was ja eigentlich auch immer der Fall ist, könnte es diesmal daran liegen, dass ich gerade ein bisschen unter Kohlenhydratentzug leide. Verzichte nämlich gerade eine Woche komplett auf Carbs, also auf Kohlenhydrate, weiß ich auch nicht. Einfach mal machen. Das heißt, es gibt nur viel, viel, viel Gemüse und viel, 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 viel Protein und ein bisschen Fett, hauptsächlich Fischifett, ne? Apropos. Und tatsächlich ist das jetzt Tag 4. Und ich merke auf jeden Fall den Kohlenhydratmangel schon sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich. Wollen wir mal hier ganz auf den Boden, mal ganz auf den Grund und gucken, was hier los ist? Hier diese Erze, dafür brauchen wir bestimmt die Spitzhacke, ne? Ne, das ist kein Erz. Das hier ist auch kein Erz. Okay, crazy. Hier wird es auf jeden Fall auch dunkel. Wahrscheinlich braucht man auch echt eine Taschenlampe irgendwann. Und wir sollten auch diese Taucherflossen mal bauen, dass wir ein bisschen schneller in Zukunft runterkommen. Also ich würde erstmal hier den nahen Bereich abrasen, in der Hoffnung, dass wir alles finden hier für ein Floß. Wenn wir nicht vielleicht sogar schon alles mittlerweile gefunden haben. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Da unten. Dann gehen wir mal nach da vorne.
Bisher haben uns die Tiere... Bezirk 43. Wir müssen uns mal drauf mal angewöhnen. Und wenn ich sage, wir müssen uns mal angewöhnen, meine ich, ich muss mir angewöhnen, oben rechts zu gucken, ob der Bezirk Mutanten beinhaltet oder gefährlich ist oder nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob es auch unter Wasser irgendwas gibt. Oh, Pistolen, Munition, Waffenteile. Ach, das ist ein Polizeiwagen. Ja, geil. Geil, Freunde. Oh, das ist ja richtig gut. Ich meine, gut, das ist ja keine Pistole. Oh, oh. Das ist ja eine Steinschlosspistole. Ich weiß nicht, ob da die normale Pistolenmunition für zu gebrauchen ist. Das werden wir unter Umständen herausfinden. Welches sind unsere Insel? Die da, ne? Ja. Ja. Cool. Mal gucken, was hier noch so für Loot gibt. Das könnte sich lohnen hier. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal looten in der Folge. Das ist einfach wichtig. Das ist die Priorität. Das ist die Priorität. Oh, ein Spielzeugfahrrad. Nehmen wir alles mit. Ein Glas. Wir sind auch gleich schon wieder full. Brauchen mal einen größeren Rucksack. Das wäre schon fein, oder? So, hier Reifen. Das bringt Gummi. Ist man eigentlich auch langsamer, wenn das Inventar voll ist. Oh, 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 oh. Nee, wir gehen hoch, wir gehen hoch, wir gehen hoch. Der Lungenfunktionsbooster ist auch schon wieder abgegrast. Wird doch tatsächlich nochmal einen nehmen. Ach, verdammt, den haben wir gar nicht mehr dabei. Ist natürlich belastend. Ich würde die Waffenteile mal hier hinpacken. Das Glas auch mal hier hin. Und so ein Stack Metall auch schon mal hier. Dann haben wir wieder mehr Platz. Bist du lieb? Ja, ne? Ja, ja. Ja, warum tut man sich sowas an, auf Kohlenhydrate zu verzichten? Das hat sportlichen Hintergrund. Gibt es geteilte Meinungen zu. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert. Und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Oh, Mobiltelefon. Geil, können wir nach Hause telefonieren. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und mache das deswegen so ein, zwei Mal im Jahr. Wir müssen schon wieder in die Luft. Oh doch, der bringt ganz schön was, der Lungenfunktionsbooster. Komm, wir bringen mal den Stuff zurück und holen uns nochmal ein, weil ansonsten ist das doch hier auch kein Spaß. Da ist unsere Insel. Genau. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und fahre damit eigentlich ganz gut. Weil das Problem ist, wenn man nämlich viel irgendwie zum Sport geht, viel trainiert und so weiter und so fort und sich da wie Ziele setzt und da regelmäßig dabei ist, dann frisst man natürlich auch wie ein Blöder. Das ist ja völlig normal. Problem an der ganzen Sache, wenn man dann mal phasenweise nicht zum Sport geht, heißt das dann nicht automatisch, dass der Magen wieder kleiner wird und man sich sagt, ach, ich fress nicht mehr wie ein Blöder, sondern man frisst weiter wie ein Blöder. Und das hat den unangenehmen Effekt. Oh, ich kann gar nicht mehr springen, weil ich so voll bin, ne? Kann das sein? Wird mir nicht angezeigt, aber ich kann doch jetzt gleich wieder springen. Es wird einem nicht angezeigt, dass man weniger essen sollte. Ja, genau. Genau, wahrscheinlich. Es wird einem nicht angezeigt, dass man weniger sollte. Es wäre aber sehr angezeigt, weniger zu essen. Und das Einzige, was da hilft, ist so eine Art Kurzzeitdiät. Ja, und nichts anderes ist das, ne? Mal 7 Tage komplett auf Kohlenhydrate verzichten, Kalorien runterfahren, super viel Gemüse essen. Naja, wenn es interessiert, einfach mal ausprobieren. Wollen wir mal diese Leinenschuhe Größe D anziehen? Oder steht D für Damen? Nee, kann ja nicht sein. C? Hm. Weiß nicht, wofür das steht. A, B, C, D. Wir brauchen einen Schrank. Wir brauchen einen Schrank und hier ist der Bauplan. Rechtsklick, um ihn zu studieren. Achso, muss ich ihn wahrscheinlich hier haben. Massiver Holzschrank, ja. Kann ich ihn jetzt herstellen? Wo denn? Acht Holz brauchen wir dafür. Haben wir doch. Gucke mal hier. Dann können wir den nämlich bauen. Ist das hier das Bauen? Ah, okay. Das ist auch neu, oder? Pass auf, wir bauen den mal direkt da hinten hin. Wir wollen ja im Prinzip zur neuen Base. Packen wir den massiven Holzschrank doch mal hier daneben. Mich stört ein bisschen, dass es keine Drehfunktion gibt. Also gibt es schon, aber dass ich es nicht klicken kann und dann drehen kann, während ich rumlaufe. Weißt du, damit... Oha, aber guck mal, wir haben es ja perfekt hingekriegt. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, dann packen wir hier einfach mal Kladderadatsch, der zum Bauen ist, hier rein. Das ist zum Bauen. Gummi ist auch zum Bauen. Das ist alles nicht zum Bauen. Deko-Sachen finde ich auch ganz nett, dass man so Deko-Sachen finden und demnach auch platzieren kann. Alles hinnehmen. Oh Gott. Toll, dass er dann den Rest rausschmeißt. Wäre auch eigentlich ganz geil, wenn er den Rest drinnen ließe. Aber so ist es. So ist er nicht.
Kohle brauchen wir bestimmt auch zum Bauen. Das brauchen wir zum Bauen. Das auf jeden Fall. Das auch. Das auch. Den Rest holen wir jetzt manuell. Und dann ziehen wir langsam um. Stück für Stück. Hier kommt einfach mal der Kram rein, den wir jetzt nicht zum Bauen brauchen. Nee. Nein. So. So, und hier ist auch ganz viel runtergefallen, ne? Hier eine Waage. Ist nicht noch mehr runtergefallen? Ich wage zu bezweifeln, dass das alles war. Klebeband. So, dann hier Waage brauchen. Oh, ein Motorboot-Bauplan. Das studieren wir doch sofort. Motorboot, nice. Wie bauen wir das denn? Wahrscheinlich mit dem Motor, ne? Na gut, wir brauchen Benzin dafür. Benzin müssen wir herstellen. Aber ansonsten Gummi kriegen wir hin. Das ist gar nicht so teuer, ne? Könnte man auch machen. Aber ich würde erstmal jetzt vielleicht mit dem Segelschiff anfangen. Wobei von der Haltbarkeit her hat das Paddelboot natürlich deutlich mehr. Das wird hier wahrscheinlich die Robustheit sein, ne? Wie viel Leben das hat. Aber gut, ich sag mal so. Wir wollen damit ja eh erstmal nicht fighten. Wir wollen damit ja erstmal übers Wasser. Weil natürlich kann es auch sein, dass die Gegner dann irgendwann auch übers Wasser kommen. Umziehen können wir uns auch irgendwann mal, aber jetzt erstmal noch nicht. So, Verband brauchen wir auch jetzt gerade nicht. So, gut, dann können wir mit dem Kram darüber. Und dann schauen wir mal, dass wir das Boot bauen. Weil mit dem Boot können wir dann viel schneller und einfacher und besser und sowieso looten. Aber erstmal packen wir alles hier rein. So, für das Boot. Ach, jetzt sehe ich es nicht mehr. Toll. Stoff. Ah gut, wir brauchen definitiv Stoff. Und Schnaps. Stoff und Schnaps. Wo haben wir denn Stoff? Seil. Drei Stück. Wir brauchen zwei, ne? Zwei Seile. Gut. Na, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wieso ist denn der Eimer jetzt eigentlich hier mit dabei? Der hat ja hier nichts verloren. Haben wir hier unten noch was? Mal das. Komm, packen wir den Eimer noch nach da drüben. Vielleicht sollten wir auch mal mit dem Eimer Wasser holen, weil wir haben schon wieder Durst und Hunger. Ach, wir haben ja noch genug. Dann trinken wir doch mal zwei Schluck. Können hier vielleicht auch mal... Ne, können wir noch nicht essen. Dann können wir da drüben bestimmt auch noch nicht essen. Ach, hier haben wir Pistolenteile noch dabei. Warte mal. So, Pistolenteile können hier mit rein. Glas und das eigentlich nicht. Komm, dann müssen wir nochmal rüber. Ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend, dieses Sortieren, aber ich glaube, bei diesem Spiel müssen wir es ein bisschen von Anfang an ein bisschen mehr machen, weil ich habe das Gefühl, was heißt das Gefühl? Es wird einfach so sein, dass es hier viel, viel mehr Stuff gibt. Haben wir jetzt den Lungenfunktionsbooster? Ja. Ach guck mal, es ist einfach größer geworden. Ah, es geht nicht langsamer weg, es ist einfach größer geworden. Dann schwimmen wir mal wieder da vorne hin. Da war das, glaube ich, irgendwie hier, ne? Wo das Police Car war. Ja, dass es einfach viel mehr Stuff hier gibt und dass wir demnach auch einfach ein bisschen mehr Ordnung halten müssen, ein bisschen mehr sortieren müssen. Wir werden Lager bauen und so. Also wird es hier auch mal andere Seite vom Rolle Gameplay geben. Eine eventuell etwas strukturiertere. Gut, okay, es war nicht hier. Egal, hier sind andere Häuser, dann gehen wir halt dahin. Loot ist Loot, ne? Hauptsache, wir bekommen Stoff. Apartments sind auch neutral. Sehr schön. Mal gucken, was das hier für eine Wohnlage ist. Auf jeden Fall Sonnenseite, ne? Sonne scheint rein in die Apartments. Bisschen schräg hier. Wenn das nicht stört. Mit Balkon. Kann man hier auf jeden Fall gut hausen. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Oh ja! Lungenfunktionsbooster. So, dann hier einmal den Schrott aus der Wohnung entfernen, ne, dass es hier, falls Gäste kommen, auch wieder ein bisschen angenehmer ist. Ein Kühlschrank mit Essen ist natürlich sehr gut. Hier haben wir bestimmt ein bisschen Stoff drin in der Waschmaschine. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Und Händel-Langarmschirm, auch wichtig. Und jetzt müssen wir, wenn wir das Holz haben, auch schon mal wieder hier ganz dezent auftauchen. Perfekt. Oh, es wird auch dunkel. Ich, würde mal kurz einen Schokoriegel knabbern. Und dann gehen wir mal ins nächst tiefere Untergeschoss, was ja eigentlich
gar kein Untergeschoss ist, sondern das zweithöchste Geschoss. Ihr wisst, was ich meine. So, das hier noch. Dann hier drüben. Brauchen noch 5 Stoff. Was ist denn das, ein Tresor? Geil, was gibt's denn hier? Oh, Baupläne. Großer Schrank, Metalldetektor, Fernglas. Okay, wir müssen erstmal Inventar wieder leeren. Oh, wir brauchen unbedingt das Boot. Wir brauchen es so dringend. Komm. Wir essen jetzt mal was. Und packen mal Trinken. Und Medizin und Antibiotika auf die Schnellleiste. Dann haben wir mehr Platz, was mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob es nachts hier unter Umständen gefährlicher werden könnte. Ich hoffe nicht. So, das haben wir gelootet. Licht geht bestimmt auch nicht unter Wasser, ne? Nee. Wäre jetzt richtig witzig, aber man muss es ja mal testen. Komm, wir holen nochmal Luft. Grasen wir hier noch so lange, bis das Inventar voll ist. Guck mal, jetzt ist diese Anzeige auch weg. Lungenfunktionsbooster. Translation. Not found. Dabei haben wir ihn, glaube ich, immer noch, ne? Oh, hier eine schöne Kiste. Sehr gut. Leuchtfackel. Wir sind schon wieder komplett voll. Tja, bringt nichts. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Was ist denn das da? Das ist nichts. Okay. Gut, dann nichts wie auftauchen. Ab zur Insel. Schlafen, bevor es dunkel wird. Da ist unsere Insel. Schlafen, bevor es dunkel wird. Oder beziehungsweise, es ist ja schon dunkel. Und dann brauchen wir noch 4-mal Stoff. Aber ich denke, in den Apartments wird noch eine Waschmaschine sein. Erfriere, bleib in der Nähe des Feuers. Ja, sorry, hier ist kein Feuer. Gerade nicht verfügbar. Oh, es zieht uns auch schon Leben. Aber ich glaube, unsere Feuerschale bringt da auch schon was. So, sind Nucky Dice auf unserer Insel. Die übrigens schwimmend zu unserer Insel kommen. Ich weiß nicht, ob man sie auch sehen kann, wenn sie her schwimmen. Habt ihr auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben. Dann tauchen wir hier erstmal ein bisschen auf, hier am Feuer. Ja, am besten stellt man sich auf das Feuer, ne? Hat man voll die Wärme um sich herum. Und dann können wir eigentlich auch schlafen gehen. Guten Nacht, meine Freunde. Guten Morgen. Immer noch dunkel. Der Busch ist gewachsen. Achso, ja, wir sind ja immer noch voll. Oh, neuer Baum. Ein Baum ist gewachsen, damit ist auch geklärt, dass die Bäume nachwachsen. Das finde ich sehr famos. Guck mal, wir haben sogar noch einen Stoff. Das heißt, wir brauchen nur noch 3. Klebeband, Holz. Tja, ich würde sagen, wir lernen gleich mal diese Sachen. Dann verschwinden sie auch. Das hätten wir natürlich eben auch machen können. High Heels Stufe A. Das ist natürlich auch schick. Da sehe ich uns eigentlich auch. Können wir auch mal anziehen. Sehen wir jetzt natürlich nachts noch nicht so. Aber es passt eigentlich auch sehr zu unserem Charakter, ne? Man sieht es leider nicht. Sehen wir tagsüber bestimmt besser. Dann hier drüben noch ein bisschen was hinbringen. Beziehungsweise wir können ja auch gleich die Erdbeeren hier mitnehmen. So, achso, da müssen wir gegenhacken. So eine Buschplantage ist auf jeden Fall auch sehr sinnvoll. Essen wir die mal. Dann können wir hier schön was reinpflanzen. Ja, man kriegt irgendwie immer ein bisschen weniger Samen, als man Beeren hat, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Das heißt, man ist auch weiterhin gezwungen, irgendwie Samen zu finden von anderen Inseln. Oder beziehungsweise vielleicht ist es auch möglich, dass man einfach sagen kann, man extrahiert die Samen. Vielleicht gibt es dann da extra was für irgendwie ein Werk. Zeug oder so, dass man viele Samen aus einer Erdbeere kriegt. Das wäre ja auch möglich, ne? So, wir machen unseren Wasseraufbereiter mal wieder voll. Zwar finden wir im Moment sehr viel Wasser, dadurch, dass wir sehr viel looten gehen, finden wir Getränke, aber kann ja nicht schaden, wenn die Basis auf schlechtere Zeiten vorbereitet ist, ne? Immer vom Schlimmsten ausgehen. Nicht, dass wir verdursten könnten. So, dann noch ein und dann haben wir es auch erstmal wieder. So, und dann nichts wie ab, zurück. Gut, dass wir eine Treppe gebaut haben und sie irgendwie gar nicht mehr benutzen.
Weg, 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 weg. Ein Essen. Weg. Ein Fernglas. Kann man das hier irgendwo hinpacken? Nee. Gut, man zieht sich ein Fernglas ja auch üblicherweise nicht auf den Kopf, ne? So, denn wieder hinter zu den Appartements. Wir sollten vielleicht mal auf die Map gucken, ne? Wo sieht man denn das? Kann man das hier irgendwo sehen? Ach, warte mal, hier wahrscheinlich, ne? Karte. Ach, gucke mal. Hier ist doch die Karte, hier ist doch alles eingezeichnet. Und hier sieht man auch den Lootgrad, wie viel gelootet ist. Cool. Ganz schön groß. Wir sind relativ mittig. Finde ich ganz nice. Dann hinter. In die Appartementes. Ich würde sehr gerne auch nochmal, ach, das ist endlich mal Erz. Ich würde dann wirklich sehr gerne diese Taucherflossen mal bauen. Ja, so eine Spitzhacke brauchen wir auch. Aber dann brauchen wir einen Schmelzofen. Ach, wir müssen eins nach dem anderen machen. Und ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir einfach die Geschwindigkeit, mit der wir looten können, erheblich erhöhen. Dafür brauchen wir als erstes ein Boot. Und als nächstes Taucherausrüstung. Als da wären, schön... nein, nächste Etage. Als da wäre schön ein... eine Sauerstoffflasche und... Schwimmflaschen. Damit wir schneller schwimmen können mit der Schwimmflasche. Oh, viele Komponenten. Leuchtfeuer. Würde mich auch mal interessieren, ob das auch unter Wasser geht. Was haben wir hier? Oh, wieder schön viel Kram. Keine Waschmaschine, das ist ein bisschen belastend. Vielleicht wurde hier im Untergeschoss mehr Wäsche gewaschen. Wirklich, das ist die Sprache. Sprache ist wirklich Fehlanzeige hier heute bei mir. Manchmal nur ein bisschen Gedanken, dass das irgendwie so ein dauerhafter Zustand bleibt und nie wieder besser wird, wisst ihr? Könnte ja sein. Los, hoch, gib mir Luft. Da fehlt auch noch so dieses Geräusch, ne? Was ich gerade gemacht habe. Dann gehen wir eben hier drüben in die kleineren Apartments. Hier haben wir einen Stuhl, den hacken wir ab. Für Holz. Aber uns fehlt nach wie vor noch Stoff. Vielleicht finden wir Stoff im Bett. Nee, auch kein Stoff im Bett. Würde eigentlich passen, ne? Komme ich hier rein? Hallo, nächste Etage. Cash, auch gut. Was haben wir hier? Stoff. Oh, oh, wir müssen hoch. Luft, 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 Luft. Nein. Wie viel Etage war das? Habt ihr das euch gemerkt? Ich nehme mich nicht. Lungenfunktionsbooster. Geil, haben wir keinen mehr mitgenommen. Ach, Mensch, Bolle. Mensch, 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 Mensch. Mensch, 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 Mensch. War es diese Etage hier? Ich glaube, eine höher. Egal, die nehmen wir auch mit. Ofen. Alles mitnehmen, Inventar voll. Wir gucken jetzt trotzdem hier nochmal nach Stoff. Ja, Stoff ist da. 3 Stoff. Wir brauchten 5, ne? Oh Gott, ey. Hier ist so viel Kram noch. Und den Unterwasserroller, den können wir doch auch mal lernen. Tag 7 schon. Wir haben immer noch nicht den Unterwasserroller. Wo ist denn unsere Base? Da? Nee. Da. Was ist das da für eine? Ist doch auch... Ja, da sind doch auch Mutants. Die guten alten Mutanten. Sind es denn überhaupt Mutanten? Oder Nucky Dice? Ich glaube, so lange sind die auch gar nicht nackig. Die werden irgendwann bestimmt mit fetter Ausrüstung kommen. Und wir planschen immer noch umher und haben noch keine angemessene Verteidigungsstrategie. Das geht mir auch ein bisschen gegen Strich. Aber eins nach dem anderen. Diese Folge muss jetzt einfach sein, um den Kram beisammen zu haben für die nächsten. Und, dann sehen wir weiter, ne? Ne, Entchen? Dann sehen wir weiter. Ist ja noch kein Überlebender von der Insel gefallen, sozusagen. Komm, das sortieren wir noch schnell ein. In unser Schränkchen. Was mittlerweile auch schon voll ist. Guck mal, passt schon nichts mehr rein. Das passt auch schon nicht mehr rein. Können wir eigentlich mal diesen Sammlungsschrank hier leeren? Könnte man theoretisch auch mal bauen. Haben wir denn viel Holz? 20.
probieren es mal. Noch ein zweiter Schrank kann ja nicht schaden. Oder den hier. Wieso können wir das nicht bauen? Ach, feine Holzplanken brauchen wir dafür. Ja, so fein sind wir natürlich nicht. Gut, dann machen wir einfach nochmal einen zweiten daneben. Gott, ist das furchtbar. Oh Gott, und die Atmung spielt auch eine Rolle. Ist das so annehmbar? Oh, eigentlich nicht, ne? Kacke. Na gut, komm, klatschen wir hier auch mal was rein. Jetzt haben wir hier noch Holz. Dann können wir das ganze Holz und Eisen. Ich sag jetzt mal die Standardrohstoffe. Können wir vielleicht hier hinpacken. So, und so langsam nimmt das alles doch hier Gestalt an. Wir haben hier auch schön wertvolle Sachen, die wir tauschen können. Egal im alten Stil. Eine schöne Brieftasche, ein Schminkspiegel. Entweder tauschen wir das alles oder wir dekorieren damit unsere Bude. Können wir mal sehen. Ich würde jetzt nochmal kurz gucken, wie viel Stoff haben wir jetzt? 8 Stoff. Ach komm, da können wir doch das Segelboot bauen. Seil haben wir auch. Und Holz. Mehr Holz. Yeah, wir haben wieder ein Segelboot. Juhu. Guck mal, da freut sich sogar die Krabbe und hält jubelnd die Scheren hoch. Nennen wir das Scheren? Ja, ne? Oder Zangen? Greifer? Ich weiß es nicht. Aber warte, wir können es auch hier machen. So, Boot Nummer 2. Sehr cool. War übrigens auch ein Tipp von euch, einfach ein Boot immer an der Heimatinsel stehen zu lassen, weil man ja hier oben immer dieses Symbol hat, dann weiß man, wo die Heimatinsel ist. Aber ich sage mal so, hier haben wir auch viel Platz. Ich packe erstmal alles rein, was wir traden wollen. Dann können wir das nächste Mal damit zum Trader fahren. Wir können ja auch so Fahnen platzieren. Hier, diese hier. Hallo? Fahnen. Diese hier. Damit kann man ja auch markieren. Ist vielleicht ein bisschen günstiger als ein Boot. Pass auf, wir packen jetzt nochmal ganz, ganz schnell, auch wenn die Folge jetzt hier eigentlich schon mal wieder lang geworden ist und so, ne? Packen wir mal kurz die Sachen, die wir traden wollen. Was wollen wir denn traden überhaupt? Anziehsachen müssen wir uns überlegen, was wir davon behalten, was nicht. Wir haben nicht viel zu traden, ne? Diese Schuhe, die finde ich kacke, die können wir machen. Spielzeugfahrrad, das traden wir nicht. Ist der Sohnemann sauer, wenn sein Spielzeug auf dem Flohmarkt verjabbeln. Die Turnschuhe kann man auch behalten. So, und dann gehen wir damit zum Bötchen. Packen das alles hier rein. Das. Ja, das reicht ja schon. Hä? War das die Krabbe? Nee, ich bin dagegen gekommen, ne? Gut. Und dann können wir zum Trader fahren und auf dem Rückweg. Kann man da noch weitere Kisten drauf bauen? Nee, ne? Das probieren wir jetzt auch nochmal kurz. Das wäre halt auch richtig overpowered. Aber gut, okay. Es ist ja schon mal ein bisschen mehr. Dann kann man schon mal etwas schneller looten. Vielleicht schauen wir nochmal kurz, dass wir uns angucken, was genau zum Tauchen. Oder können wir das hier machen? Verband, Mischung für Ausdauer, Kräutermedizin, ach guck mal, Pilze. Sollten wir auch anpflanzen, sobald wir welche finden. Hier Taucherflossen. Marlin, Fischhaut. Okay, das heißt, wir müssen Fische angeln. Und Taucherausrüstung. Hier Sausack. Unbedingt. Unbedingt. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Ich pinne das mal an. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge auch schon auch noch angepinnt ist. Verpackungskarton. Wird verwendet, um platzierte Objekte wieder in ihr Inventar zu packen. Kann man damit das Entchen aufheben? Das will ich mal kurz noch testen. Hä? Was habe ich denn jetzt? Oh, jetzt habe ich das Antibiotika genommen. Ich Idiot. Weil ich die falsche Schnelltaste gedrückt habe. Hä? Oder ist das für sowas hier? Wie funktioniert denn das? Packungskarton. Wo hatten wir den eben? Gott, die Folge wird wieder viel zu lang. Das interessiert mich jetzt noch. Inventar, wo war denn das hier? Wird verwendet, um platzierte Objekte wieder in ihr Inventar zu packen. Und wie? Wie kann ich das verpacken? Mit F? Nee.
Wenn ich da drauf gehe, was steht hier? Verwenden. Rechtsklick. Ja, jetzt. Ah! In diesem Objekt platzierten Gegenstände werden zerstört. Sind Sie sich sicher? Nein, das stornieren wir. Okay, man muss es erst noch verwenden und dann wird es angezeigt. Cool, dann können wir die Sachen verpacken, dann können wir umziehen. Dann müssen wir nicht alles neu bauen. Ach so, ist ja schön. Da haben wir auch noch was gelernt hier. Wunderbar. Dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Bodde. Ciao, ciao, ciao.